geht, Freunde? Ich hoffe, euch allen geht's gut. In dem jetzigen Video schauen wir uns eine weitere Folge von Insulito an. Und ich muss sagen, die Folge ist halt, wenn man so rückblickend überlegt, sehr, sehr traurig gewesen. Es geht um einen jungen Rapper. Und wenn ich sage jungen Rapper, ist es wirklich ein sehr, sehr junger Rapper gewesen. Der hat angefangen mit 16 Jahren. Ist sehr bekannt geworden. Natürlich, bei viel Erfolg gibt es natürlich auch ordentlich Neid. Und das hat er auf jeden Fall zu spüren gekriegt. Alles Weitere werdet ihr jetzt sehen, wenn ihr dran bleibt.2021 ist Einar einer der angesagtesten Musiker in Schweden. Er ist erst 19 Jahre alt und trotzdem schon ein Star. Einar ist als Rapper erfolgreich geworden. Seine Musikvideos werden millionenfach angesehen. Er tritt in irgendwie hat er so ein bisschen Kapital-Vibes. Nicht nur wegen der Cap, sondern auch von den Bewegungen und so. Großen TV-Formaten auf und spielt zahlreiche Konzerte. Auf der Streaming-Plattform Spotify hat Einar bis heute mehr als 1 Million monatliche Hörer. Doch diese märchenhafte Karriere endet an einem Oktoberabend auf besonders brutale Weise. In der Stockholmer Innenstadt werden die Anwohner von 6 Schüssen aufgeschreckt. Stockholm, Bruder, das hört sich für mich irgendwie nicht wirklich kriminell an. Stockholm hört sich einfach, vor allem jetzt, wenn man auch die Wohnsiedlung vergleicht, das sieht voll so entspannt aus. Kinder spielen hier, laufen rum, spielen Ticken. Gar nicht irgendwie irgendwas Kriminelles. Keine kriminelle Luft. Nur wenige Minuten später gibt es in den schwedischen Nachrichten eine große Sondermeldung. Eine Person wurde durch die Schüsse tödlich verletzt. Echt? Schweden ist so krass? Der Tote ist der Rapstar Einar. Im Alter von nur 19 Jahren wurde er erschossen, auf offener Straße, mitten in seiner Heimatstadt Stockholm. Die Anteilnahme in Schweden ist ebenso riesig wie der Schock über die Brutalität des Verbrechens. Rapparen Einar har skjutits till döds i Hammarby Sjöstad enligt uppgifter till oss på Aftonbladet. Allerdings kommt das traurige Ende von Einar nicht für alle überraschend. Denn einigen Personen der Rap-Szene könnte es ein Anliegen gewesen sein, Einar als Konkurrenten auszuschalten. Schon seit längerem schwebte der 19-Jährige in großer Gefahr. Doch wie konnte es so weit kommen? Boah, schon ekelhaft, wenn man überlegt, guck mal, der Typ sieht auch übertrieben jung aus, er ist 19 Jahre alt. Rapstar hat eine Karriere vor sich gehabt und dann wurde er erschossen. Einars Talent fällt früh auf. Schon als Kind interessiert er sich für Rapmusik. Das tun andere in seinem Alter zwar auch, aber er scheint ein besonderes Gespür dafür zu haben. Ja, ich habe das lange. Ich schrieb meinen ersten Text, als ich 6 Jahre alt war. Kanske nicht seriös. Jag skrev den på ett papper, liksom. Min namn är Nils och jag bor i ett stort hus, jag har 5 katter och en liten skogsmus. Delade ut den till min klass, förstår du, sen folk lärde sig den i klassen. Sen... Wenn Einar rappt, klingt er beinahe so wie die Profis. Im Alter von 10 Jahren beginnt er mit Beats herum zu experimentieren und dazu Texte zu schreiben. Er ist ein Naturtalent und im Alter von 12 Jahren schon eine kleine Lokalberühmtheit. Einars Umfeld glaubt an ihn und seine Begabung. Das ist schon krass, Bruder, ich bin ehrlich. Ich weiß nicht, wie alt er da ist gerade und wie erfolgreich er da war, aber allein vor so vielen Leuten zu spielen, ne, klingt jetzt oder sieht jetzt vielleicht wenig aus, wenn man es vergleicht mit großen Rapstars, aber Digga, stell dich mal erstmal da hin und rap. Weißt du, das sind immerhin noch, Bruder, vielleicht 200, 300 Leute. Da muss man echt auf jeden Fall auch schon Eier für haben. Er lädt Videos auf YouTube hoch und tritt in Parks oder Fußgängerzonen auf, um Erfahrungen zu sammeln. Obwohl er noch sehr jung ist, findet Einar in der Rap-Szene schnell Anklang. Sein Fleiß verschafft ihm viel Respekt und man feiert ihn als eine Art Wunderkind des Hip-Hop. Schon in seiner Kindheit hat Einar es nicht leicht. Als kleiner Junge wird er gemobbt, aber auch er selbst wird zum Täter. Zuerst hat er nur mit der Schule Probleme, später auch mit dem Gesetz. Im Alter von gerade einmal 13 Jahren hat Einar bereits 20 Anzeigen wegen verschiedener Delikte kassiert. Deswegen kommt er in ein Kinderheim. Nur 6 Monate später darf er zurück nach Hause. Alles geht für eine Weile gut, aber im Alter von 16 Jahren wird er wieder in ein Heim geschickt. Seine Erfahrung verarbeitet er in seinen Rap-Texten. Det är mycket tankar just nu som snurrar i mitt huvud, förstår du? Jag har en roll nu, jag har en position nu, jag har mycket många ungar som lyssnar på mig, förstår du? Jag vill inte att 12-åriga flickor ska skjutas ihjäl, förstår du? Jag vill inte att barnen som Ich will nicht, dass irgendwelche 12-jährigen Mädchen erschossen werden. Oder dass Kinder, die mit zuhören, zu Kriminellen werden, verstehst du? Komm mal bitte, in dem Satz, den er da gebracht hat, ne? Mädchen erschossen werden, so ist er leider selber gestorben. Der wurde ja auch erschossen. Das ist schon krass, Digga. 2018 veröffentlicht Einar gemeinsam mit 2 Freunden seine erste Single. Damals ist er erst 16 Jahre alt. Es ist die Zeit, in der er im Kinderheim wohnt.
Und nicht mal ein Jahr später folgt dann das Lied, das für Einar alles verändert. Sein Song Katni Trakten geht in Schweden viral. Mit einem Mal hat der junge Rapper es in den Mainstream geschafft. Radiosender spielen seinen Hit rauf und runter, er wird in großen Playlists platziert und mit wichtigen Musikpreisen ausgezeichnet. Och vinnaren är Katten i Trakten! Einar! Noch im selben Jahr veröffentlicht Einar sein Debütalbum. Er kann mühelos an den Erfolg seines ersten großen Hits anknüpfen. Von keinem anderen schwedischen Künstler werden 2019 innerhalb des Landes so viele Songs gestreamt wie von Einar. Die Erfolgsgeschichte, die damals unaufhaltsam scheint, wird letztendlich von kurzer Dauer sein. Wollte ich gerade sagen, überleg mal, mit 16 Jahren, ne? Der Typ ist einfach noch ein Kind. Im Erfolg schlägt dem Teenager auch eine Menge Hass entgegen. Einige feiern Einar für seine Ehrlichkeit, andere nehmen ihn als Bedrohung wahr. In der schwedischen Rap-Industrie treiben sich einige Personen herum, die enge Verbindungen zur Gangkriminalität haben. Traditionell lebt Rap-Musik von kleineren Streitereien und Beefs. Das ist bei Einar nicht anders. Er disst auf seinen Tracks andere Rapper, die ihn in anderen Songs ebenfalls beleidigen. Es gibt die ein oder andere Auseinandersetzung. Aber schon bald nimmt das Ganze Ausmaße an, die für viele von uns unvorstellbar sein dürfte. Denn Einar wird entführt. Digga. Deswegen sage ich immer, wenn du irgendwas machst, am besten keine Probleme haben mit irgendwelchen anderen Menschen, keine anderen Menschen reinziehen, einfach nur dein Ding durchziehen und dann sollte dir eigentlich im besten Falle nichts passieren. Aber wenn du die ganze Zeit irgendwelche Leute disst, anbeefst, natürlich kommt irgendwas zurück. Mehrere Personen aus unterschiedlichen Gangs tun sich zusammen und entwickeln einen Plan. Sie wollen Einar entführen. Der junge Rapper soll so eingeschüchtert und erpresst werden. Unter den beteiligten Personen sind auch einige andere Künstler aus dem Rap-Genre. Sie erhoffen sich, ihrem Konkurrenten durch die Entführung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Im März 2020 bringen mehrere Männer den damals erst 17 Jahre alten Einar in ihre Gewalt. Seine Entführer ziehen ihm Frauenunterwäsche an und fotografieren den wehrlosen Rapper. Über Stunden hinweg wird er systematisch erniedrigt und mit verschiedenen Waffen bedroht. Außerdem nehmen sie Einar Wertgegenstände wie seine Uhr und Schmuck ab. Insgesamt... Oh, das ist schon Kelleck, Digga. Das Ding ist cool, wenn man so guckt, ne, das war eigentlich nur ein Typ, der sein Ding durchziehen wollte. Und jetzt guckt man sich die Instagram-Story an, aber weiß, der Typ ist tot. Der wurde erschossen. Wollten sie Gegenstände im Wert von umgerechnet etwa 27.000 Euro. Die Entführer lassen Einar wieder frei, verlangen aber eine Geldzahlung in Höhe von 3 Millionen schwedischen Kronen. Das sind umgerechnet ungefähr 270.000 Euro. Andernfalls würden sie die Fotos der Entführung in den sozialen Medien verbreiten. Das Problem ist, guck mal, die haben ihn ja theoretisch direkt erpresst. Selbst wenn er denen diese 3 Millionen schwedische Kronen gibt, ne? Bro, die haben ja immer noch das Video. Das heißt, die werden nach diesen 3 Millionen auch nicht zufrieden sein. Die werden sich denken, der hat mir 3 Millionen gegeben, der wird mir auch nächstes Mal nochmal 3 Millionen geben. Das heißt, du bist in so einem Teufelskreis. Einar entscheidet sich gegen die Zahlung des geforderten Geldbetrags. Daraufhin kursieren die erniedrigenden Bilder des damals erst 17-Jährigen im Internet. Sie zeigen Einar mit blutverschmiertem Gesicht, einem Messer am Hals und bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Auf Videoaufnahmen soll auch zu sehen sein, wie der Jugendliche mit Spielzeugen vergewaltigt wird. In den Medien schlägt seine Entführung hohe Wellen. Einar erhält sofort Schutz durch die Polizei. Das rettet ihm vermutlich vorerst das Leben. Denn wie spät... Boah, das ist schon sehr eib, ne? Das ist auch sehr traurig, Digga. Chat, überlegt mal. Guck mal, ich muss das jetzt einmal kurz nochmal zusammenfassen für die Leute, die neu reingekommen sind. Digga, das ist ein Typ, der ist 16 Jahre alt, fängt an mit Musik, ist mit 16, 17 Jahren schon übertrieben erfolgreich. Erfolgreicher als manche, die seit Jahren in dem Business drin sind. Er fängt an, irgendwelche Leute zu dissen, was vielleicht auch ein Fehler gewesen ist. Wird dann von den Leuten entführt, die wollen Geld von ihm haben, haben ihn quasi Unterwäsche angezogen, um ihn zu erpressen, haben ihn sogar anschließend dann noch mit Sexspielzeugen vergejungelt und ja, dann haben die ihn wieder losgeschickt. Überleg mal, und ein paar Tage oder ein paar Wochen später stirbt der Typ einfach, weil er erschossen wird. Digga, das ist krank einfach. Statt ihn zu fördern, einfach umbringen. Ja, sagt man, ja, das ist das Problem, Digga. Ich denke mir so, Bruder, es wird nicht mehr richtig unterstützt. Man sagt ja in Deutschland zum Beispiel, Neidergesellschaft, dies, das, ne? Bruder, dann sollen die Leute lieber neiden, anstatt irgendwelche Leute umzubringen. Aber zum Beispiel in Schweden, Bruder, die neiden nicht nur, sondern die bringen auch um. Dann sollen die lieber in Deutschland neiden. Dann kann man sich damit abfinden, weil das nimmt keinen Schaden so wirklich auf dich zu, ne? Aber wenn du umgebracht wirst, ist vorbei. Es ist nur Musik, wie kann man so sein? Das ist das Problem, Elif. Ich denke mir auch, guck mal, er hat einfach theoretisch angefangen
und wurde dann einfach von Leuten umgebracht. Das ist krank. Als er bekannt wird, planten die Entführer, eine Bombe vor Einars Haus zu platzieren. Der Plan scheitert nur wegen der Polizeipatrouille, die Einars Wohnhaus rund um die Uhr bewacht. Einar bleibt kaum etwas anderes übrig, als transparent mit dem Erlebten umzugehen. Zumindest wenn er seine Karriere nicht aufgeben möchte. Die folgenden Monate verbringt Einar viel Zeit im Ausland und auf Reisen. Einar verarbeitet die Entführung auch in seiner Musik, die trotz des Skandals weiterhin die schwedischen Charts aufmischt. Ey, mir tut das gerade unnormal leid, weil ich mir denke, guck mal, der Bruder hat ein Talent, der hat eine Gabe gekriegt von Gott, will diese Gabe nutzen, ist damit sogar erfolgreich und dann wird ihm alles so mäßig genommen. Auf seinen Social-Media-Profilen tauchen immer wieder Kommentare auf, die direkte Drohungen beinhalten. Es wird geschrieben, er solle sich nicht wundern, wenn ihm bald etwas zustoßen würde. Sollten seine Rivalen sich erhofft haben, ihn eingeschüchtert zu haben, haben sie sich aber getäuscht. Einar macht weiter. Bis zum 21. Oktober 2021. Boah, sogar vor 3 Jahren. Nach Einars Entführung kommt es zu einem großen Gerichtsprozess, der in den schwedischen Nachrichten zu einem Dauerthema wird. Insgesamt werden 12 Personen im Zusammenhang mit der Entführung des mittlerweile 19-Jährigen angeklagt. Im Sommer 2021 fällt das Gericht ein Urteil. Mehrere Personen werden verurteilt. Darunter Mitglieder berüchtigt krimineller Gangs, aber auch sehr bekannte Namen aus der schwedischen Musikindustrie. Yasin und Havel. Genau wie Einar sind beide landesweit bekannte Rapper, die regelmäßig Charterfolge erzielen. Der Rapper Yasin wird wegen der Planung der Entführung von Einar zu einer Haftstrafe von 10 Monaten verurteilt. Junge, ich denk mir, Digga, dann rap doch einfach. Ob du Konkurrenz hast oder nicht, Konkurrenz treibt auch irgendwo an. Digga, dann mach dein Ding doch einfach weiter, ob es erfolgreich ist oder nicht. Aber warum musst du das machen mit einem kleinen Kind, denke ich mir. Er soll den Plan entwickelt haben, Einar in einem Tonstudio zu treffen und dann in sein Auto zu locken. Allerdings soll die Idee der Entführung schon existiert haben, bevor Yasin eingeweiht wurde. Yasin soll vor allem als Mittelsmann agiert und Informationen zwischen anderen Beteiligten an der Entführung vermittelt haben. Letztendlich sei der Plan zwar ohne Yasin ausgeführt worden, allerdings befindet das Gericht ihn trotzdem als schuldig, weil er von der Entführung wusste. Yasin selbst streitet jegliche Beteiligung trotz des Urteils ab. Der Prozess gegen Yasin ist Teil einer größeren Verhandlung gegen die Vorbühn-Gang. Etwa 27 Personen, darunter eben auch Yasin, werden wegen schwerer Verbrechen, darunter versuchter Mord, Raub und Erpressung, zu insgesamt 147 Jahren verurteilt. Der Anführer des Netzwerks, Shibab Lamouri, erhält die längste Strafe. 17 Jahre und 10 Monate im Gefängnis. Lamouri soll die Entführung ursprünglich gemeinsam mit Yasin geplant haben. Der zweite Rapper, der in Verbindung mit Einars Entführung verurteilt wird, ist Havel. Er wird wegen direkter Beteiligung an der Entführung von Einar und Raub bis zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Bruder, ich check das gerade nicht. Ich bin ein bisschen schockiert gerade. Junge, seit wann ist Schweden so krank? Ich dachte, es gibt nur schöne Frauen in Schweden. Einar selbst hat während des gesamten Prozesses nicht ein einziges Mal gegen Yasin und Havel ausgesagt. Stattdessen erscheint Einars Mutter vor Gericht. Sie erzählt, ihr Sohn habe seine Entführung zunächst gar nicht anzeigen wollen. Offenbar aus Angst vor weiteren Taten der Entführer. Stattdessen sei sie, seine Mutter, es gewesen, die den Fall überhaupt erst zur Anzeige brachte. Aber auch nach der Verurteilung von Yasin, Havel und anderen Mitgliedern der Vorbühn-Gang wird es um Einar nicht ruhiger. Am 9. Oktober 2021 gibt es in Stockholm einen großen Polizeieinsatz. Im Pub Nosh and Chow in der schwedischen Hauptstadt gibt es einen Angriff. Ein junger Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt. Zuvor soll es in dem Pub einen Streit zwischen 2 rivalisierenden Gangs gegeben haben. Die Polizei nimmt vor Ort 3 Tatverdächtige fest. Unter ihnen ist auch Einar. Der 19-Jährige und die 2 weiteren Verdächtigen werden aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen. Trotzdem laufen gegen Einar und die beiden anderen Ermittlungen wegen versuchten Mordes. In den Medien wird spekuliert, der gewaltsame Streit könnte im Zusammenhang mit Einars Entführung und dem Prozess gegen Yasin und Havel stehen. Ende Oktober 2021 soll Einar eigentlich ohnehin vor Gericht erscheinen. Denn Yasin hat ein Berufungsverfahren eingelegt.
In den neuen Verhandlungen soll Einar nun endlich persönlich vor Gericht gegen seinen Entführer aussagen. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Denn am 21. Oktober 2021 hören Anwohner in Hammarby-Sjöstad 6 Schüsse. Digga. Schon bevor Einar gemeinsam mit einem Kumpel aus der Haustür tritt, hören die beiden Schüsse. Einars Bekannter, ein Mitglied der Gang Death Patrol, hält den 19-Jährigen daraufhin zurück. Die beiden Männer warten kurz, aber alles bleibt ruhig. Als Einar die Haustür öffnet und nach draußen tritt, wird das Feuer erneut eröffnet. Ach so, warte mal, er ist raus, hat die Schüsse gehört, die waren auf ihn gerichtet, keiner hat ihn getroffen. Er ist zurück, dann wieder raus und dann wurde wieder geschossen. Das heißt, wäre er theoretisch einfach hochgegangen, wäre er vielleicht nicht gestorben. Das kann man jetzt so einfach sagen, aber eigentlich hätte er einfach wirklich weglaufen sollen. Also hochlaufen sollen. Er schafft es noch zum Haupttor des Grundstückes zu rennen und will es öffnen, um zu fliehen. Aber er hat den falschen Schlüssel dabei. Ah. Die Schüsse treffen den 19-Jährigen aus einer Distanz von nur etwa 1,5 Metern in den Kopf und in die Brust. Oh, Bruder. Ey, das macht mich gerade unnormal traurig, ne? Guck mal bitte, wie er da liegt. Einfach ein kleines Kind und was ich mir gerade vorstelle, ne? Digga, ihr kennt das selber, das Gefühl. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, gerade... Dummes Beispiel, ne? Ich habe ja eine Phobie vor Ratten. Ich finde die einfach eklig, die Tiere. Und wenn ich dann irgendwie eine sehe, renne ich schnell und will die Tür aufmachen und die Tür geht nicht auf, weil der Schlüssel nicht richtig reingeht. So ein Gefühl ist das. Und bei ihm ist es noch krasser, weil... Überleg mal, hinter dir ist ein Typ mit einer Waffe. Und dann kriegt er einen Schuss einfach von fast... von knapp 2 Metern. Direkt vor seiner Wohnungstür haben 2 unbekannte Täter auf ihn gewartet und ihn unvermittelt niedergeschossen. Obwohl Rettungskräfte schnell vor Ort sind, können sie nichts mehr für den 19-Jährigen tun. Er wird noch am Tatort für tot erklärt. Ich will mir seine Panik nicht vorstellen in dem Moment. Das meine ich, Digga, diese Panik, die er hat, ne? Digga, unbeschreiblich, glaube ich. Parallel mit dem, so inleder wir einen Einsatz, jakten på gärningsmannen, eller männen. Vår arbetshypotes är att det är fler än en person som har avlossat de här skotten eller är misstänkta gärningsmän. Och den har pågått. Also, die haben jetzt gerade gesagt, dass da nicht nur ein, sondern 2 Täter in Frage kommen. I olika faser. På brottsplatsen har vi haft kriminaltekniker och flera specialsökhundar, bland annat brottsplatsundersökande hundekipage som söker efter DNA och vapenhundekipage som söker efter vapen. Zeugen geben an, sie hätten gesehen, wie 2 Männer vom Tatort weggerannt seien. Beide seien dunkel gekleidet und maskiert gewesen. Einer von ihnen sei ungefähr 1,70 Meter groß gewesen. Beide Männer seien zu Fuß geflohen. Ein Fahrzeug wurde nicht beobachtet. Ein anderer Zeuge glaubt, er sei den Tätern auf einer Brücke über dem Sicklerkanal begegnet. Örtlichkeit und Zeitpunkt der Zeugenmeldung passen. Allerdings konnte der Beobachter keine Gesichter erkennen. Er sagt aus, er habe sich schnell umgedreht und sei in die entgegengesetzte Richtung gelaufen. Die beiden Männer hätten zwar ruhig und zielstrebig gewirkt, ihm aber auch ein schlechtes Gefühl gegeben. Digga, das Problem ist, guck mal, vor allem in so einer Situation als Zeuge, ne? Ich hätte auch nicht großartig darauf geachtet. Ich wäre auch einfach, ich hätte versucht, irgendwie wegzugehen, weil, guck mal, der Typ hat gerade vor 2 Minuten jemanden umgebracht. Ich denke, der wird jetzt nicht sagen, oh, scheiße, umbringen ist kacke, ich werde jetzt den Zeugen nicht umbringen. So, also wärst du auffällig gewesen oder hättest du irgendwas Auffälliges gemacht, dann hätte er auch dich umgebracht. Weiß ich meine, also als Zeuge hat er nichts falsch gemacht, weil ich denke, jeder, der in seiner Situation gewesen wäre, hätte genauso reagiert. Ich hätte auch, wenn ich sehe, da hat jemand jemanden umgebracht, hätte ich dem gar nicht ins Gesicht geguckt. Ich wäre so an ihm vorbei oder weggerannt. Die beiden Täter können an diesem Abend entkommen. Mit dem Mord auf offener Straße entbrennt in Schweden eine politische Debatte. Der Tod des populären Musikers stellt viele Probleme in den Raum, die jahrelang unter der Oberfläche der schwedischen Gesellschaft brodelten. Schnell wird in den Medien darüber spekuliert, dass der Mord an Einar ein trauriger Höhepunkt in den Gangkonflikten sein könnte. Und damit sind diese Auseinandersetzungen mit einem Mal im Mainstream angekommen. Zwar hat es in diesem Kontext auch schon zu Vorfällen von Waffengewalt in Schweden gegeben, aber oft wurden diese Delikte als Vorkommnisse gesehen, die es nur in den gängigen Problemvierteln mit ärmeren Teilen der Bevölkerung gibt. Einars Tod ändert das. Denn er wird mitten in Stockholm, einer wohlhabenden Wohngegend ermordet. Dadurch bewegt sich die Debatte in eine andere Richtung. Einige Gesetzgeber, Zeitungen und auch Eltern stellen die Rolle der Musik in Frage, die in diesem Fall ein zentraler Faktor ist.
Ähnlich wie in den 90er Jahren entbrennt eine Diskussion um den sogenannten Gangster-Rap. Auch der damalige schwedische Innenminister Mikael Damberg sagt kurz nach dem Mord an Einar, die Musikrichtung könne junge Leute durchaus in die Gangkultur treiben. In diesem Zuge spricht er sich für eine strengere Strafverfolgung aus. Jag tror att det här är ett av våra största samhällsproblem. Jag tycker det och jag tror att det här väcker ännu mer ilska mot de här kriminella gängen som terroriserar oss, minskar vår trygghet. Men jag tror att det gör mig ännu mer beslutsam att vi måste göra. Das ist das Problem, Digga. Ich verstehe sowieso nicht, wieso es bei Gangs Leute gibt, die einfach irgendwelche andere Menschen umbringen. Weil das Ding ist, ich denke mir, was bringt dir das? Das ist alles nur dieses Machtding. Die können zeigen, wie mächtig die sind. Die können zeigen, dass sie auf jeden Fall sofort handeln. Nicht reden, sondern machen. Aber ich schwöre, am Ende des Tages bringt es dir gar nichts. Ey. Du hast einen Menschen umgebracht und du wirst dafür auch deine gerechte Strafe kriegen. Mehr für att växa polisen, att skärpa straffen, att se till att polisen får rätt verktyg att faktiskt sätta de här gängkriminella i fängelse, så att de inte terroriserar oss. Konservative Politiker fordern die Musik von Rappern, die sich öffentlich zu Gangs positionieren, aus den Playlisten der schwedischen Radiosender zu entfernen. In einem Statement schreibt Einars Mutter Lena Nilsson: Die meisten Leute, die rappen, sind keine Kriminellen, sie sind Künstler. Sie erzählen von einer schrecklichen Realität, die wir in Schweden haben. Sie scheinen also nicht zu den Personen zu gehören, die Gangster-Rap per se verurteilen. Vielmehr deutet sie an, dass die strukturellen Unzulänglichkeiten Schuld am Tod ihres Sohnes seien. Auch Sebbe Stux, der selbst einmal im Gangster-Rap unterwegs war, stimmt dieser Auffassung zu. Mittlerweile hat er eine Hilfsorganisation gegründet, um Menschen aus der Gangkriminalität zu helfen. Er sagt in einem Interview, die Politiker hätten die Menschen in den ärmeren Vierteln Schwedens jahrelang sich selbst überlassen. Projekte zur Verbesserung der Wohn- und Bildungssituation hätten schlicht nicht ausgereicht. Er fasst das Ganze wie folgt zusammen. Sie haben versucht, alles unter den Teppich zu kehren. Aber nach dem Mord an Einar ist der Teppich nicht groß genug. Ich habe 35 Freunde, die sind tot. Er war Nummer 35. 34 vor ihm. Digga. Schon Gänsehaut einfach. Der Fall zieht noch erhebliche Nachwirkungen hinter sich her. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Detail, dass Einar bei seinem Tod mit einem Mitglied der Gang Death Patrol unterwegs gewesen sein soll. Bei diesem Mann soll es sich Medienberichten zufolge um Mehdi Sachit gehandelt haben. Er gab Medienvertretern nach dem Mord an Einar ein Interview. Darin erzählt er, er würde nur in schusssicheren Westen herumlaufen und ständig seinen Wohnort wechseln, aus Angst ebenfalls ermordet zu werden. Im Laufe der Ermittlung gerät er in Verdacht, den Mord an Einar mitorganisiert zu haben. Demnach könnte er sich an dem Tag des Mordes mit Einar getroffen und ihn bewusst nach draußen gelockt haben, als seine mutmaßlichen Komplizen mit einer Schusswaffe draußen warteten. Er wird von der Polizei auch als Verdächtiger befragt. Wie fundiert der Verdacht gegen Mehdi Sachit gewesen ist, ist unklar. Fest steht, dass man ihn in Zukunft nicht mehr befragen können wird. Denn an Weihnachten 2022 wird Mehdi Sachit erschossen. Am Tag darauf gibt es eine Explosion in einem Stockholmer Stadtteil, bei der ein Vertrauter von Mehdi Sachit schwer verletzt wird. Bruder, Stockholm, ich dachte, das wäre einfach so eine... Bruder, das wäre so ein Spielplatz, so eine Kinderstraße. Ich schwöre auf alles. Ich habe niemals gedacht, dass Stockholm so ist wie Amerika. Amerika ist klar natürlich noch ein bisschen schlimmer, ne? Oder viel, viel schlimmer, aber... Bruder, Stockholm? Stockholm. Die Polizei untersucht auch einen möglichen Zusammenhang mit einer Schießerei und einer Explosion an Silvester und am Neujahrstag 2023. Auch nach mehr als einem Jahr nach seiner Ermordung scheint der Fall Einar noch nicht zu Ende zu sein. Ein Experte fasst die unübersichtliche Lage in einem Fernsehinterview zusammen. Om det är så som mord ser ut idag, att man ofta beställer dem, som vi har lärt oss i de krypterade chattarna till exempel, så är det inte säkert att den som har problemet eller konflikten ens går i närheten av själva dådet, utan det kan finnas en eller två eller tre. I Amerika gibt es eine App, wenn Schüsse fallen in der Nähe bekommst du eine Nachricht. Ich glaube, du kriegst ganz schön oft eine Nachricht, wenn du dir passt. Mellan händer bort och sen så hamnar vapnet i händerna på någon 17-åring, 18-åring som absolut inte har någonting med saken att göra. Och det är väldigt svårt för polisen att punktmarkera den typen av personer. Auch im Fall Einar wird die These eines Auftragsmordes untersucht. 2022 wird berichtet, dass die schwedische Polizei einen Hauptverdächtigen in Gewahrsam habe.
Der Mann ist wegen mehrerer schwerer Verbrechen inhaftiert und wird als potenzieller Schütze im Mordfall Einar gehandelt. Genauere Informationen zu seiner Identität oder den Drahtziehern hinter dem möglichen Auftragsmord gibt es bislang nicht. Es wird nur berichtet, dass zwei kriminelle Netzwerke sich möglicherweise zusammengeschlossen hätten, um Einar auszuschalten. Das Afton Bladet berichtet von einem angeblichen Kopfgeld in Höhe von 1 Million schwedischen Kronen, das auf Einar ausgesetzt worden sein soll. Die schwedische Polizei geht so weit zu sagen, sie wisse, wer Einar erschossen hat. Allerdings fehlen die Beweise für eine Anklage. Der Fall ist in einer Art Sackgasse. Bis heute gilt der Mord an Einar damit als ungelöst. Dennoch wird es als wahrscheinlich angesehen, dass Einar ein weiteres Todesopfer, der in Schweden immer weiter an... Man muss aber auch sagen, ne, ist natürlich keine Rechtfertigung für seinen Tod, aber er hat halt schon extrem angegeben. Das heißt, die Rapper, die vielleicht länger als er am Start waren, sind vielleicht neidisch geworden. Vor allem in dieser ganzen Geschichte in Amerika sind ja auch ist auch sehr viel Neid unter diese ganzen Gangs und diese ganzen bekannten Künstlern, weil die halt sehen, dass die übertrieben viel Geld haben. Deswegen, er hat halt auch schon nach außen sehr viel gezeigt. Und das war halt auch nicht gut vielleicht, ne? Steigenden Gangkriminalität ist. Ja, natürlich hat er sich das verdient. Mit harter Arbeit, wenn er sich das verdient hat, 100%. Aber das ist auch wieder ein Unterschied, wo wir drüber vorher drüber gesprochen haben. Du kannst stolz darauf sein, aber du musst es den Leuten jetzt nicht unbedingt unter die Nase reiben. Experte erklärt in einem Interview, dass viele Rapper, die mit kriminellen Gangs verkehren, den Rückhalt der Banden haben. Etwa, weil sie in denselben... Guck mal, das Ding ist, ich will jetzt nicht sagen, im Sinne von, deswegen... rechtfertige ich, dass er gestorben ist, auf gar keinen Fall. Bruder, er hat es überhaupt nicht verdient. Aber wenn du den Leuten so das Geld unter die Nase reibst oder zeigst, was du hast, ne, und ihm das Ganze unter die Nase reibst, natürlich sind die Leute neidisch, weil die das in dem Sinne nicht haben. Weißt du, die besitzen das nicht. Die sind so charakterschwach, weil sie sich denken, ey, ich hab das nicht, ich will das, und dann reibt mir das Ganze unter die Nase. Das heißt, die Leute kriegen Frust. Und wenn du schon weißt, okay, Stockholm ist jetzt nicht unbedingt ein wunderschöner Spielplatz, sondern da sind halt auch Gangs unterwegs, dann würde ich doch erst recht nicht zeigen, was ich habe, damit ich mich gar nicht angreifbar mache. Versteht ihr, wie ich meine? Er habe sich im Laufe seiner jungen Karriere in vielen verschiedenen Kreisen bewegt. Durch die Kontakte zu mehreren unterschiedlichen Gangs hatte er deutlich weniger Rückhalt als seine Konkurrenten, was ihn wiederum angreifbarer macht. Über die Hintergründe sind zahlreiche Gerüchte und Theorien im Umlauf. Eine der populärsten Annahmen bezieht sich auf den Rapper Havel, der schon wegen der Entführung von Einar verurteilt wurde. Einige Monate nach der Entführung von Einar durch Havel, Yassin und anderen Mitgliedern der Vorbühnen-Gang wird der Bruder von Havel vor seiner eigenen Haustür ermordet. Der Mörder kann nicht gefasst werden. Allerdings beobachten Zeugen, wie er auf einem Elektroscooter der Marke Voi die Flucht ergreift. Und nur wenige Tage nach dem Mord an Havels Bruder erscheint ein Song von Einar, der den Titel Voi trägt. Auf dem Cover sieht man einen Scooter von eben dieser Marke. Viele fassen den Song als einen Diss-Track gegen Havel auf und stellen eine Verbindung zu dem Mord an seinem Bruder her. Auch in dem Song Danza glauben einige, einen Hinweis auf den Mord an Havels Bruder zu erkennen. Darin rappt Einar: Yalla, lass uns sehen, wer von uns beiden der Mutigste ist. Bruder, ich werde heute Nacht an deinem Block anhalten und Blut vergießen. Wenn du weg bist, sorge ich dafür, dass dein Bruder... Schon damals spekuliert man, Einar könnte Havels Bruder aus Rache für die Entführung ermordet haben. Auch die Polizei geht dieser Spur nach. Dieser Ansatz könnte eine Erklärung... Krank. Also wenn man überlegt, ne? Bruder, das ist alles... Also man weiß halt wirklich nicht, was da passiert ist, Bruder. Für mich ist der Typ immer noch jung. 16, 17-Jähriger. Natürlich war er zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich 19. Aber, Bruder, der Typ ist eigentlich noch voll jung. Und dann, wenn die über so kriminelle Sachen rappen, Bruder, man kauft ihn das teilweise nicht ab. Aber wenn ihr selber schon sagt, Stockholm, was man da alles hört, dann muss da schon was dran sein. Für sein, warum Einar sich weigerte, gegen Yassin und Havel auszusagen. Gewissermaßen könnte er den Fall durch einen Mord an Havels Bruder selbst in die Hand genommen haben. Dennoch sollte Einar Ende Oktober 2021 vor dem Berufungsgericht gegen Yassin aussagen. Wie nach seinem Tod bekannt wurde, hatte das Gericht sogar schon beantragt, Einar notfalls von der Polizei abholen zu lassen, um einen Auftritt vor Gericht zu erzwingen. Möglicherweise könnte Einars Ermordung zur Sicherstellung seines ewigen Schweigens gedient haben. Auch die Messerstecherei, in die Einar nur wenige Tage vor seinem Tod verwickelt war, könnte ein Auslöser für den Mord an ihm gewesen sein. In Medienberichten hieß es ja immerhin, es habe sich um eine Streiterei unter Gangs gehandelt. Die Zeitung Expressen schreibt außerdem, der Verletzte habe mit der Ermordung der Täter gedroht. Demnach soll er die Drohung im schwer verletzten Zustand mit seinem eigenen Blut auf den Boden des Pubs geschrieben haben, in dem sich der Angriff ereignete.
Der Verletzte soll doch des Pubs geschlagen. Demnach soll er die Drohung im schwer verletzten Zustand mit seinem eigenen Blut auf den Boden des Pubs geschrieben haben, in dem sich der Angriff ereignet. Der Verletzte soll daraufhin wegen Verschwörung zum Mord angezeigt worden sein. Laut Insider-Informationen sei diese Anzeige aber nicht im Zusammenhang mit dem Mord an Einar eingegangen. Anfang 2023 wird der Gang-Anführer Mario Golzamir zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Unter anderem wegen seiner Beteiligung an der Planung und Durchführung der Entführung von Einar. Anders als Yassin und Havel entstand er nicht dem Vorbi-Netzwerk, sondern dem Dahlen Network Head, einer Gang aus Einars Heimatstadt. Beide Gangs sollen sich demnach für die Entführung zusammengetan haben. Ein interessanter Punkt, weil selbiges ja auch für den Mord an Einar vermutet wird. Es liegt nahe, dass die Vorbin und Dalen Gang auch im Mordfall im Fokus stehen. Noch während er seine Haftstrafe für die Entführung von Einar verbüßt, veröffentlicht Havel im Juni 2022 ein neues Album. Darauf gibt es auch einen Track mit seinem Komplizen Yassi. Der Song namens Maria soll sich möglicherweise auf Einar beziehen. Dabei rappen die beiden unter anderem: Dachte, irgendein Lied sei fett und jetzt sei ich eine Katze. Sagte, sie habe Gerüchte gehört, Leute auf der Flucht. Schickt Schweden hat es. Cover Bitch, Gangster Snitches, fick mit uns, fick mit Killer. Die ersten beiden Zeilen sind ein direkter Bezug auf Cut Nitrakten, den Song, mit dem Einar 2019 in ganz Schweden berühmt wurde. In den letzten Zeilen sehen viele Zuhörer eine Art Geständnis. Immerhin bezeichnen sie sich selber als Killer. Was für Rap aber auch nicht unbedingt untypisch ist. Aber in diesem Zusammenhang, wo es eine Entführung und auch einen Mordfall gegeben hat, ist es vielleicht anders. Bis heute konnten aber nicht genügend Beweise gesammelt werden, um jemanden wegen des Mordes an Einar anzuklagen. Was zurückbleibt, ist seine Musik und eine ganze Generation junger Schweden, die durch seine Kunst geprägt wurde. Und eine nach wie vor große Diskussion rund um die Themen Waffengewalt, Gangkriminalität und strukturelle Probleme in Schweden. Digga, krank, Digga. Ich schwöre auf alles, das hätte ich niemals gedacht, ne? Niemals. Ich bin einfach gerade geschockiert, Bruder. Stockholm, dass das so extrem ist, hätte ich nicht gedacht. Der Mord an Einar erinnert unweigerlich ein wenig an den gewaltsamen Tod von Tupac Shakur. Mit dem Unterschied, dass Tupac in den 90er Jahren in den USA erschossen wurde. Bruder, was ist mit Insolitos Mikrofon heute eigentlich los? Digga, das triggert mich eigentlich schon die ganze Zeit. Hingegen starb 2021 mitten auf den Straßen Stockholms in Schweden, einem Land, das wir in Deutschland oft idealisieren. Und ähnlich wie Tupac ist der Fall von Einar ein Verbrechen, das definitiv aufgeklärt werden könnte. Was es braucht, sind fundierte Aussagen von Beteiligten, die ihr Schweigen brechen. Und für die Angehörigen von Einar bleibt zu hoffen, dass das bald passieren wird. Sollte es in diesem komplexen Fall etwas Neues geben, lade ich euch ein ab. Krank, Digga. Also, Bruder, ich bin wirklich schockiert, dass sowas auf jeden Fall stattgefunden hat. Oder dass allgemein Schweden oder Stockholm in dem Sinne so gefährlich ist. Ich dachte ehrlich, Stockholm ist so ein Ding, wo, keine Ahnung, mein Ander hingehen kann, um so Touristenfotos zu machen. Aber dass da wirklich so Gangkriminalität ist, Leute erschießen sich gegenseitig, hätte ich nicht gedacht.